FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Entlastung unserer Mitte ist für Angela Merkel seit 13 Jahren immer nur ein Wahlkampf, aber kein Regierungsthema, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Wahrheit. Und Frau Staatssekretärin Lambrecht, Kollege, Sie wollten uns hier heute Morgen wieder mal weismachen, vorhin gesagt, das zentrale Entlastungsprojekt dieser Wahlperiode, dass es hier um die Entlastung von Familien in Deutschland geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Quatsch. Bei der kalten Progression oder beim Kindergeld tun Sie das und ausschließlich das, was verfassungsrechtlich geboten ist. Sie wollen sich heute dafür feiern lassen, dass Sie nicht gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verstoßen. Das, liebe Kollegen, ist bei der Entlastung der Mitte der Gesellschaft zu wenig, um das in aller Klarheit zu sagen. Und Sie schwimmen im Geld. Sie schwimmen, Sie haben das ja vorhin nicht erwähnt, Sie schwimmen im Geld. Der Gesamtstaat wird während Ihrer Regierungsverantwortung über 350 Milliarden Euro zusätzlich einnehmen im Vergleich zur vergangenen Wahlperiode. Und das, was Sie den Menschen hinwerfen, auch mit diesem Familienentlastungsgesetz, das sind doch allerhöchstens Brotkrumen. Anstatt eine echte Familienentlastung geben Sie in Wahrheit doch, Frau Lambrecht, das Geld mit vollen Händen aus. Ein Beispiel ist vorhin genannt worden, das Baukindergeld. Sie schaffen hier eine neue Subvention, die übrigens eine schwarz-gelbe Bundesregierung unter Schwärzen in den 90er Jahren mal abgeschafft hat. Sie schaffen hier eine neue Subvention mit dem Geld, was Sie den Familien zuvor weggenommen haben und wollen sich dann dafür feiern lassen. Ihre Rentenpolitik wird dazu führen, dass der Zuschuss in die gesetzliche Krankenversicherung während dieser Wahlperiode die 100-Milliarden-Euro-Marke übersteigen wird. Und dann kommt zusätzlich, das sage ich gerade an Sie als SPD-Politikerin, Frau Staatssekretärin, dann kommt die Rentengarantie von Olaf Scholz bis zum Jahr 2040. Das wird weitere dreistellige Milliardenbeträge kosten, liebe Kollegen von der SPD. Das wird, nein, Sie. In Wahrheit lassen Sie die Menschen im Stich. Das ist doch, Herr Kollege, keine Entlastung der Familien, sondern Sie belasten die Kinder der Familien heute, weil die das Ganze zahlen müssen, was Sie hier versprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Und ich habe übrigens den Eindruck, wenn man sich mal so die allgemeine politische Stimmungslage in Deutschland anguckt, das Konzept der SPD in dieser großen Koalition, nämlich sich durch Sozialleistung, so zusätzliche soziale Versprechen, Wählerstimmen zu erkaufen, dafür sind die Menschen in Deutschland schlicht und einfach zu schlau, um das auch an der Stelle festzustellen. Und dann will ich Ihnen eine weitere Wählergruppe, vielleicht die Sie zumindest vermeintlich identifiziert haben, ansprechen, nämlich die alleinerziehenden Mütter und Väter in Deutschland. Die sind ja auch angeblich angesprochen beim Kindergeld. Was hat eine alleinerziehende Mutter, die einen Unterhaltszuschuss bekommt, von ihrer Kindergelderhöhung? Das wird voll angerechnet für die Alleinerziehenden, für die, die hart arbeiten und Kinder erziehen. Für die tun Sie nichts in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der SPD. Und dabei könnte man was tun. Man könnte jetzt über einen Tarif auf Rädern nachdenken, so wie die FDP es vorschlägt. Man könnte über einen Chancentarif nachdenken, der gerade untere Lohngruppen animiert, mehr zu tun, mehr zu arbeiten, Leistung zu zeigen. Für all diese Mitte, für die hart Arbeitenden, tun Sie nichts mit diesem Regierungsentwurf, um das klar zu sagen. Und man hätte übrigens am heutigen Tage für alle Menschen in der Mitte etwas machen können. Man hätte für alle Familien heute etwas machen können. Nach den regulären Ablaufen dieses Hauses wäre heute ein Gesetzentwurf meiner Fraktion zur Abstimmung gestanden. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlages zu dem Termin, wo es auch verfassungsrechtlich geboten ist, nämlich nach Auslaufen des Solidarpaktes II, der ist gestern im Finanzausschuss entgegen den regulären Abläufen dieses Hauses gestoppt worden, damit Sie vor den Landtagswahlen hier nicht mehr in eine Abstimmung kommen. Das ist die Wahrheit und das ist das, was gestern passiert ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will Ihnen drei Sachen sagen. Es darf kein Soli-Zahler von der Senkung ausgeschlossen werden. Der Soli gehört in dieser Wahlperiode komplett abgeschafft. Der Soli gehört nicht in die Gehaltsabrechnung, er gehört ins Geschichtsbuch dieses Landes.
Und jetzt muss ich ganz kurz meine Rede unterbrechen, weil ich oft gestanden wenig Verständnis dafür habe, dass gerade meine Fraktion geklatscht hat. Dass hier meine Fraktion zu diesen drei Sätzen applaudiert hat. Wissen Sie, welche drei Leute diese drei Sätze in den letzten Wochen gesagt haben? Das war der Kollege Hans Michelbach von der Union. Das war Alexander Dobrindt. Und das war der bayerische CSU-Generalsekretär Markus Blume. Sie wollen die Menschen nicht entlasten, meine Damen und Herren. Es sind alles Wahlkampfversprechen. Aber die Entscheidung heute zu treffen, das, was Sie im Wahlkampf ankündigen, Herr Dobrindt, die hätten Sie heute haben können. Und Sie drücken sich vor dieser Entscheidung wenige Tage vor der bayerischen Landtagswahl. Das müssen auch die Menschen in Bayern wissen, Herr Dobrindt. Ich glaube, dass die Menschen sich nicht für dumm verkaufen lassen. Bei der Entmastung der Mitte unserer Gesellschaft, bei denen, meine Damen und Herren, die morgens früh aufstehen, die hart arbeiten, bei denen haben Sie mittlerweile als Union kein Glaubwürdigkeitsproblem mehr. Sie haben bei diesen Menschen keine Glaubwürdigkeit mehr. Das ist die Wahrheit. Und ich will ganz kurz zitieren, was beim Tag der deutschen Industrie die Bundeskanzlerin gesagt hat. Nein, ich korrigiere mich, nicht die Bundeskanzlerin, die Parteivorsitzende der CDU hat gesagt, es sei eine der, Stichwort Soli-Abschaffung, schwierigsten Kompromisse bei den Koalitionsverhandlungen gewesen, dass der Soli zwar für 90% der Zahler abgeschafft werde, aber für 10% nicht. Sie halte dies nicht für gerecht. Übrigens, Olaf Scholz lässt heute in einem Interview wissen, dass das großer Quatsch war, dass man im Gegenteil für die Abschaffung des Solis sogar als SPD mehr getan hätte als das, was die Union bereit war. Wir haben das bei Jamaika, meine Damen und Herren, leidvoll erfahren müssen. Und ein anderer Kollege hat etwas gesagt, was, glaube ich, die Dinge perfekt auf den Punkt bringt. Der Kollege Carsten Linnemann von der Mittelstandsunion hat am Montag Folgendes gesagt. Er hat gesagt, der Soli gehört abgeschafft. Sonst glaubt uns doch keiner mehr. Recht hat er, meine Damen und Herren, ihn glaubt keiner mehr. Nach 5 Wahlkämpfen und jedes Mal Entlastungsversprechen vor der Wahl und danach, nach der Wahl, nichts umgesetzt bleibt, eines festzuhalten, und ich habe das am Anfang meiner Rede gesagt, die Entlastung der Mitte in Deutschland, für Sie ist sie seit 13 Jahren immer nur ein Wahlkampfthema, aber nie ein Regierungsthema. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Fabio De Maso, Fraktion Die Linke.